beziehungsweise die Schale ordnen und dann abteilen. Ich schicke gleich das Mikro an den Adam, von hier. Und ihr könnt es besser ausspielen und wir sind jetzt mit der Dienst. Ihr seid bereit? So, dann lest du vor, ich mache das in der richtigen Reihenfolge. Fangen wir mit der Dienst an. Ja, es geht nicht anders, es geht nicht anders. Hat keiner gesagt, wir müssen eine Anlage brauchen. Laut, Dieter. Wo ist Dieter? Ich komme hier als erstes zu der Einzugänge. Laut doch! Entschuldigung, was kann ich dafür, Herbert? Dann machen wir das Ganze ohne Mikrofon, vielleicht wird es besser. Entschuldigung. So, bei den Bambinis haben wir heute Morgen das sportliche Schießen nachgeholt. Drei Teilnehmer. Den dritten Platz mit 25 Ringen hat Olli Korb von Effern gewonnen. Den zweiten Platz Tim Hostorf aus Bergenrath mit 27 Ringen. Nicht mehr anwesend. Den ersten Platz mit 30 von 30 Ringen, Thomas Hartmut. Kommen wir zu den Schülern. Mit 140 Ringen belegte den dritten Platz aus Gleuel Laura Dümpel. Den zweiten Platz mit 142 Ringen, wegen des schlechteren Schussbildes, aus der Mühlheim Christoph Schwarz. Und den ersten Platz, ebenfalls 142 Ringen, wie gesagt, aus Fischenich, Claudia Klug. Kommen wir zur Jugend. Den dritten Platz belegt aus Fischenich Sascha Merker. Hundertringe. Den zweiten Platz mit 126 Ringen, Dominik Zichel aus Bergenrath. Hey! Und den ersten Platz mit 138 Ringen, aus Gleuel Patrick Jochen. Kommen wir zu den Damen. Mit 60 Ringen, aus Bergenrath Katrin Rack. Hey! Der Rotabgang kommt auch nicht da. Ist auch nicht da. Brauchst du kein Küsschen zu geben. Den zweiten aber du Platz kommst auch. Mit 93 Ringen aus Bergenrath unsere Königin Marion Gott. Hey! Jetzt darfst du grüßen. Und den ersten Platz mit 94 Ringen aus Fischenich, Nicole Laufischler. Nicole. Wisst ihr auch, warum ich Freihand schieße? Damenaltersklasse. Mit 130 Ringen auf dem dritten Platz aus Effern, Anni Bacher. Nicht da. Dann zu weg. Auf dem zweiten Platz mit ebenfalls 130 Ringen aus Effern und Rieke Lampert. Den ersten Platz mit 143 Ringen aus Gleuel Iris Juchum. Die Schütze mit 98 Ringen aus der Mühlheim belegte Marvin Virus im dritten Rang.
Platz mit 108 Ringen aus Fischenich, Michael Klug. Hey! Und mit 115 Ringen aus Herr Mühlheim, Tim Daschner, den Ersten. Sind Sie da Bier auf, das ist gar nicht. Kommen wir zur Altersklasse bei den Männern. Mit 144 Ringen auf dem dritten Rang aus Bergenrad, Klaus Bauer. Auf dem zweiten Platz mit 148 Ringen aus Bergenrad. Und den ersten Platz mit 149 Ringen aus Gleuel, Hans-Peter Juchem. Ein Ring mehr. Dann kommen noch die Senioren auf dem dritten Rang mit 144 Ringen aus Gleuel, Fritz Busselbach. Auf dem zweiten Platz mit 145 Ringen aus Gleuel, Hans Juche. Auf dem ersten Platz aus Fischenich, Paul Mörsch mit 146. Du bist doch Paul. Nein, du bist dann nur der. Du bist der Dienstleister. Dann haben wir noch ein paar Urkunden zu vergeben für die Mannschaftswertung. Bambini-Mannschaft hatten wir keine. Bei den Schülern haben wir eine Mannschaft zusammengekommen aus Herr Mühlheim, die auch gleichzeitig den ersten Platz mit 419 Ringen belegt hat. Bei der Damenaltersklasse den ersten Platz aus Eppern mit 383 Ringen. War die einzige Bei den Schützen auf dem zweiten Platz mit 302 Ringen, Fischenich. Und auf dem ersten Platz mit 307 Ringen, Herr Mühlheim. Kommen wir zur Altersklasse, da können wir mal alle drei Plätze wieder besetzen. Den dritten Platz mit 396 Ringen, Herr Mühlheim. Den zweiten Platz mit 432 Ringen, Gleuel. Und den ersten Platz mit 434 Ringen, Bergenrad. Bei den Senioren belegte der zweite Platz mit 416 Ringen Herr Mühlheim. Den ersten Platz belegte mit 428 Ringen Gleuel. Als nächstes den Hermann Langpokal. Auf dem dritten Platz ist die Mannschaft aus Gleuel mit 136 Ringen. Auf dem zweiten Platz Bergenrad mit 142 Ringen. Und auf dem ersten Platz mit 144 Ringen Herr Mühlheim. Kommen wir zur Krönung unserer neuen Majestäten. Wir fangen an mit dem Stadtbambini-Prinz. Wir können leider dem scheidenden Stadtbambini-Prinz die Kette nicht ausziehen, weil er schon im Urlaub ist.
Daher können wir nur dem Nachfolger gratulieren, ihm die Kette und Orden überreichen. Und zwar geschossen haben Tim Hostorf aus Bergenrath, Olli Grob aus Effern und Thomas Hartmut aus Sichelich. Den dritten Platz hat der Thomas Hartmut belegt mit 29 Ringen. Den zweiten Platz mit 29 Ringen ebenfalls Tim Hostorf. Und erster mit 30 Ringen wurde Olli Grob aus Effern. Entschuldigung, es kommt so für Rechtschreibfehler. Kommen wir als nächstes zum Stadtbürgerkönig. Mit dem 121. Schuss hat Dorota Kestiora den Vogel runtergeschossen. Als nächstes kommen wir zum Stadtschüler-Grünze. Der hat leider etwas länger gedauert, weil der Gipsvogel sich mit allem, was er hatte, gewehrt hat. Mit dem 278. Mit dem 284. Schuss hier der Vogel. Es war Jennifer Brauer aus Effort. Die Kette bitte einmal. Mit dem 39. Schuss aus Bergenrath Dominik Sichel. Wolfgang, du bist doch schon besser. Klar. Dieses Jahr zum ersten Mal wurde geschossen ein Pokal für den König der Könige. Den hat mit dem 90. Schuss Dietmar Lenz geschossen. Hierfür gibt es einen Wanderpokal, der auch nicht behalten wird, der jedes Jahr zurückkommt als ewiger Wanderpokal. Unseren Stadtkönig, darf ich bitte nach vorne bitten, unseren Amtierenden? Tut mir leid, aber irgendwann ist noch dein Jahr vorbei.